Hallo Leute, herzlich willkommen wieder auf unserem Kochschule OE Kanal. Heute machen wir mal was Spezielles und zwar was Süßes. Kein Baklava, Baklava haben wir ja schon gehabt. Diesmal machen wir ein Taschkadaif. Das wird in dem arabischen, syrischen Raum, glaube ich, gemacht und da Gaziantep ja auch in der Nähe von Hatay, Urfa und eben halt an der syrischen Grenze liegt. Sag ich mal, ist es da weit bekannt. Tash Kadaif, was versteht man darunter? Wenn ihr das wissen wollt, bleibt dran, dann wisst ihr auch, wie es gemacht wird. Bis gleich. So, es geht los mit unserer klassischen Ansicht, sag ich mal. Jetzt werdet ihr sagen, warum sind hier so viele Gläser? Diesmal mache ich das mal mit Gläser, weil jedes Glas ist das gleiche. Und zwar brauchen wir ein Glas Wasser, lauwarmes Wasser, ein Glas lauwarme Milch, dann zwei Gläser ganz normaler Mehl, Zucker nachher für den Sirup, bisschen Salz, Vanillenpulver, der steht auf dem Kopf, Vanillenzucker und Backpulver, ein bisschen. Und das alles erzähle ich euch gleich, wie es weitergeht. Bleibt dran. So Leute, wir bereiten jetzt als erstes mal den Sirup, wo das nämlich kochen kann. Dann können wir den Teig zubereiten. Ich habe hier auch die gleichen Gläser wieder. Zucker, 1 und 2 Gläser Zucker und 2 Gläser Wasser tue ich noch gleich hinzu. Ich muss aber die Kamera weglegen, damit ich nachlegen kann, weil die sind schon leer. So, es geht weiter. Hier kommen dann 2 Gläser, nehmen wir den anderen Glas auch hier, Wasser hinzu, dann richtig gut durchrühren. Das löst sich gleich auf, keine Sorge. Und dann schneide ich mir gleich noch so eine Zitrone. Ich hoffe, ich habe noch Zitronen. Wenn nicht, könnt ihr auch Limontuse, also ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Limontuso. Muss ich mal gut selber googeln. Oh, Zitronensäure oder irgendwie was war das? Ja, irgendwie so was. Oder eben halt auf jeden Fall irgendwas Säurehaltiges. So, wartet mal. Mal gucken, ob ich eine Zitrone habe. So, ich habe tatsächlich noch Zitrone gefunden. Komplett können wir hier einfach so mit reintun. Der wird dann mit der Zitrone hier, wenn es aufgelöst ist, eingekocht. Circa 15 bis 20 Minuten. So, in der Zeit bereite ich schon mal alles vor für den Teig. Bleibt dran, Leute. So, Leute, es geht los. Wir haben einen Behälter, wo wir dann unseren Teig machen. Hier kommt erstmal lauwarm. Jetzt einfach nicht aus dem Kühlschrank, sagen wir mal so. Milch, Wasser hinzu. Dann kommt, warte, ich mache mal auf groß. Das gefällt mir so nicht. Heute mache ich mal eine ganz andere Variante. Unser Mehl kommt da rein. Ein Glas. Und zweite Glas hinterher. Ist immer blöd mit einer Hand. Jetzt muss ich eben nochmal absetzen, weil ich Vanillenzucker und Backpulver, die muss ich erstmal in so einen Teelöffel umpacken. Wartet mal. So, es geht weiter da, wo wir aufgehört haben. Vanillenzucker, ihr könnt auch normalen Zucker nehmen, aber damit das ein bisschen noch leckerer ist. Ein Teelöffel Vanillenzucker, aber das wird noch süß genug. Dann haben wir hier Backpulver, gehe ich mal hier so rein. Auch ein Teelöffel. Ihr könnt auch normale Hefe nehmen. Und die Seite geht besser. Nicht, dass mir gleich alles da reinfällt. Ist alles passiert schon. Seht ihr? Daneben gegangen. So, und ein Teelöffel Salz. So, jetzt wird alles durchgemengt. Mal gucken, ob ich hier noch so ein... Ja, jetzt haben wir natürlich... Doch, Schneebesen ist da. Ich wollte schon sagen, wir haben keinen Schneebesen. Aber doch, ist alles da. So, jetzt wird das hier alles so durchgerührt. Das wird jetzt in dem Sinne nicht ein Teig... Ja, Teig schon, aber nicht den normalen Teig, so wie ihr das kennt. So richtig so zum Kneten und so. Das wird ein flüssiger Teig. Ja, und zwar
Wie Pfannkuchen müsst ihr euch das vorstellen. Aber hier kommen keine Eier rein. So, nachdem wir das richtig so durchgemengt haben, decken wir jetzt gleich zu. Dann bleibt so bis 15 bis 20 Minuten zugedeckt. In der Zeit ist auch unser Sirup fertig. Der fängt schon langsam an zu köcheln. Wenn er anfängt zu köcheln, könnt ihr das sehen auf der anderen Seite? Ja, könnt ihr sehen. Dann Zeit nehmen, ab jetzt, wenn er anfängt zu kochen, 15 Minuten. Ja, und dann merkt man das nachher, aber ich zeige euch das gleich. So, ich bin immer noch hier mit dem Teig beschäftigt. Schön rühren, damit das keine Klumpen bildet. Jawohl, so eine Konsistenz ist gut. Ihr seid bestimmt gespannt, wie das jetzt gemacht wird. Meine Mutter hat das früher mal gemacht, da habe ich das ein, zwei Mal gesehen. Und diesmal habe ich das Rezept von meiner Mutter. So, seht ihr? Flüssig. Ja? So, das decken wir jetzt gleich zu. Mal gucken, womit ich das zudecke. Und melde mich gleich wieder. So, ich habe mal Alufolie gefunden. Das decken wir jetzt mal hier so richtig so zu. Dann bei Zimmertemperatur 20 bis 30 Minuten. Einfach mal so stehen lassen. So, jetzt gucken wir uns mal das hier an. Der fängt jetzt an richtig zu kochen. Wunderbar. Wie gesagt, ab jetzt nehmen wir die Zeit. 15 Minuten. Und da war ja fast 30 Minuten. In der Zeit, wo das nämlich dann fertig ist und abkühlen kann, können wir dann mit dem Teig beginnen. Timing ist alles, Leute. Bleibt dran. So, wir machen ein kurzes Update. Der ist ja noch am Ruhen. Wir machen das diesmal mit Walnüsse. Ihr könnt es auch mit Mandeln oder mit Haselnüsse machen. So werden die noch zu groß, auch nicht zu klein. Einfach mal so ein bisschen, was man so findet. Das kann man auch nachher beim Befüllen auch nochmal klein machen. Aber ich habe jetzt im Moment nichts zu tun. Der ist noch am Köcheln. Dann werde ich die so einzeln hier klein machen. Das wollte ich euch nochmal erzählen. Dann brauche ich das nachher nicht machen. So, ich arbeite mal hier weiter. Der ist am Kochen. Wenn die 20 bis 30 Minuten um sind, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So Leute, wir machen mal noch ein Update, bevor es an den Teig geht. Der ist immer noch am Kochen. Jetzt sind, ja, 20 Minuten um. Kann noch ein bisschen. Seht ihr, der ist noch flüssig. Das muss hier so dickflüssig werden. Der ist mir noch zu flüssig. Ja, wir warten noch 10 Minuten. Also machen wir halbe Stunde draus. Wenn es anfängt zu kochen, halbe Stunde. Aber kann sein, ich habe jetzt zwar auf Stufe 9, vielleicht habt ihr einen anderen Topf, der vielleicht schneller kocht oder höhere Temperaturen hat. Beste Methode ist immer noch dieser hier. Ja. Seht ihr, der ist noch zu flüssig. Wenn er ein bisschen dickflüssiger wird, dann heißt es, sind wir fertig. Und wenn ihr fragen solltet, wozu die Zitrone da drin ist, das ist, damit sich das nicht kristallisiert. Ja, der Zucker, sonst wird es nämlich hier, das ganze Ding wird zu einem großen Bonbon. So, bis gleich. So Leute, es geht weiter. Ist ein bisschen Platzmangel hier. Das ist jetzt eine, zwar eine beschichtete Pfanne, aber die ist schon ein bisschen angegriffen und die andere, die ist mir zu klein. Wenn ihr natürlich eine gute beschichtete Pfanne habt, dann braucht ihr kein Öl. Aber wenn ihr so eine angegriffene Pfanne habt, ein bisschen. Ja, so ein bisschen, dass der Boden eben halt so eingefettet ist. Ich habe zwar eine gute Pfanne, aber die ist zu klein und ich will ja mehrere auf einmal machen, weil Zeit ist Geld, Zeit ist kostbar, wie ihr wisst. So, jetzt haben wir das überall verteilt. Zur Not können wir das auch hier mit so einer, so überall mal so ein bisschen verteilen. So. Jetzt warten wir, bis es warm genug ist. Dann haben wir so eine Schöpfkelle. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich weiß nicht, wie viel hier reinpassen. Ich nehme mal so ein bisschen, hier so abstreifen.
Und dann probieren wir mal unser Glück. Einfach mal hier so in der Mitte. Ja, das ist gut. Zack. Nehmen wir direkt den nächsten. Auch wenn die ineinander laufen, ist nicht schlimm. Ich mache mal erst zwei Stück, dann sehen wir das. Und wenn ihr gleich merkt, warte, ich tue mal das hier zur Seite. Wenn ihr merkt, dass so ein paar Bläschen sich bilden, dann sind die fertig zum. Die werden aber nicht umgedreht, Leute. Ja, achtet mal drauf. Die werden nicht umgedreht. Ist natürlich ein bisschen mit Arbeit verbunden. In der Türkei, in den Bäckereien, dann gibt es die Dinger schon fertig, da kann man die so schon kaufen. Ja, der ist schon gut. Aber den lasse ich mal noch ein bisschen, die kleben wenigstens nicht mehr. So, hier könnte ich nämlich noch einen machen. So, hier wieder den Schöpflöffel. Wenn ich drei, vier euch zeige, dann wisst ihr, was ich meine. So, jetzt fangen die an, schon so Bläschen zu bilden. Seht ihr das? Ja, bewegen sich auch. Hier könnte man mal gucken, wie das von unten schon aussieht. Wie Pancakes, wie Pfannkuchen. Jawohl. Natürlich ist der jetzt ein bisschen größer wie der, aber das ist egal, wenn man den Dreh raus hat. Der ist zu groß. Wenn ihr so einen kleinen Schöpflöffel habt, ihr wisst, was ich meine, dann ist das natürlich noch besser. So, der dürfte schon fertig sein hier. Mal gucken. Jawohl. Ne? Die einfach mal so zur Seite tun. Die müssen nicht ganz braun werden. Wenn das so Bläschen bildet, das reicht schon. Wenn ihr öfters macht, dann habt ihr auch ein Gefühl dafür. Der ist jetzt auch fertig. Nicht übereinander legen, ja schön so zur Seite. So, in der Zeit können wir noch einen machen. Machen wir ein bisschen kleiner, das sieht mir zu groß aus. Hier schön abstreifen. Ja, der sieht doch gut aus. Machen wir direkt noch einen hinterher. Ich nehme mal Nahaufnahme, könnt ihr gucken. Ja, so sieht das aus. So, Kamera wieder an seinen Platz. So, der ist ja auch schon lange genug hier drauf. Der müsste auch schon fertig sein. Jawohl. Und da kommen wir schon dann den nächsten. Macht richtig Spaß, Leute. Und auf der anderen Seite machen wir noch einen. Dann haben wir schon. Vier Stück fertig. So, die können wir hier so ein bisschen hier sortieren, damit wir Platz für die anderen haben. Zack. Zack. Ja. Ihr werdet jetzt fragen, warum nur von einer Seite? Bleibt dran, Leute. Das verrate ich euch später. So. Wichtig ist, dass ihr so lange wartet, bis hier sich so Bläschen bilden. Dann weiß man, dass hier nicht mehr so, ist zwar noch ein bisschen wie teigig, ja, aber das legt sich nachher. Ich zeige euch auch gleich, warum. Ich mache erstmal ein paar vor und dann schauen wir weiter.
Wenn ihr merkt, die fangen langsam an zu kleben, dann könnt ihr noch ein bisschen nachölen. So, jetzt wieder so ein bisschen gucken, dass wir hier den Herd nicht so versauen. Sonst gibt es wieder Ärger von der Tochter. Seht ihr, der bildet jetzt auch schon ein Bläschen. Der ist nämlich auch als nächstes dran, der gleich hier rauskommt. Können auch noch ein bisschen höher machen, die Temperatur. Der ist auch fertig. Okay. Dann machen wir noch eins. Das wäre schon fast durch. So, der ist ein bisschen klein geraten hier. Wie gesagt, nicht zu früh rausnehmen. Erst wenn es sich so richtig so Bläschen gebildet hat, dann nimmt man die eigentlich raus. Unten, ob das braun ist oder so, ist nicht so schlimm. Warum, erzähle ich euch ja gleich. So, hier können wir jetzt noch eins tun. So. Der ist auch schon fertig. Ah, der war noch ein bisschen flüssig, habt ihr gemerkt? Aber ist nicht schlimm, der fängt sich gleich wieder. Ich mache mal hier noch einen. Und dann dürfte das erstmal reichen. Dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Die können wir jetzt hier so ein bisschen hier sortieren. Die sind schon ein bisschen kalt geworden. So, der ist gleich als nächstes dran hier. So, wenn die zwei auch fertig sind, melde ich mich gleich wieder, Leute. So Leute, es geht weiter. So sehen die, wie Pancakes sehen die aus. Die werde ich jetzt mal bestücken. Und zwar nehmen wir hier so Inhalt, was ihr da habt. Haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Entweder Haselnüsse, Mandeln, wie auch immer. Die werden dann hier einfach so zugemacht. Ja, und weil die andere Seite ja noch weich ist, könnt ihr die so einfach hier so, dann klebt das auch ineinander. Dann sieht das wie so Halbmond aus, ne? Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch mit dem Fingernagel so ein bisschen hier so dran drücken. Dann kleben die richtig. Und dann die auch wieder hier so schön anreihen. Und das machen wir jetzt mit allem. Ja, so ein bisschen Nüsse oder irgendwas, was ihr da drin haben wollt, nach Wahl. Achtet darauf, dass sie nicht zu groß sind. Sonst habt ihr nämlich hier so ein, wie Maultaschen sieht das aus. Ja. Einfach hier so zudrücken, zack, und dann zur Seite. So, und das machen wir, wie gesagt, mit allen. Ich zeige noch mal ein, zwei Stück und dann lege ich vor und dann nehme ich euch wieder dazu. Einfach hier so mit dem Fingernagel mal, weil die eine Seite ist ja weich, die eine Seite ist ja schon
Ne? So geht es, glaube ich, am besten. Seht ihr? Oh, der ist noch auf. Hier nochmal so richtig. Jetzt ist er zu. Hier noch ein Stück. Zack. Ja, also richtig. Weil die werden nachher nochmal gebraten. Ja, ihr habt richtig gehört. Das wird nachher nochmal gebraten. Aber bis wir soweit sind, verabschiede ich mich erstmal. Und wenn ich soweit bin, melde ich mich wieder. Hier den einen nehmen wir noch mit. Hier könnt ihr sehen, zack, einfach so zudrücken, dass sie zu sind. So, bis gleich. So Leute, es geht weiter. Dann nehmen wir ein Ei. Komplett mit Eiweiß, mit Eigelb, mit alles dabei. Wir tun dann noch ein bisschen Salz hinzu. Ich mache immer die falsche Seite auf. Nur so ein bisschen. Schade, dass ich jetzt nicht so eine Zange habe. Normalerweise kann man das mit einer Zange machen. Was werden wir jetzt machen? Die nächsten Schritte. Das ist hier der Kleine, der Süße hier. So sieht das aus. Seht ihr, ist alles schön zu. Fingernagel am besten hier einfach mal so drin wenden. Ja, so ein bisschen abstreifen und zur Seite tun. Das gleiche mit dem hier auch. Ja, abstreifen und zur Seite tun. Einmal hier rum, einmal hier so rum. Abstreifen, zur Seite tun. Das wiederholen wir mit allem. Ist ein großes Stück drin. Den tun wir hier raus. So, dann sind wir gleich fertig. Dann werden die noch gebraten und dann kommen die in den Zuckersirup rein. Und schon ist unser erster Tatle fertig. Bin am Überlegen, ob wir noch eine Tatleart direkt hinterher machen, wo ich schon die ganzen Sachen habe. Ich überlege es mir in der Zeit. Dann brauche ich nächstes Mal nicht das gleiche nochmal machen. Habe ich dann alles direkt in einem Video fertig. So, ich wasche mir eben die Finger, dann melde ich mich gleich wieder, wenn es ans Braten geht. Bis gleich, Leute. So, die Pfanne, die steht ja hier schon bereit. Brauchen wir nicht eine zweite Pfanne aufmachen? So ein bisschen Öl hier rein. Warten, bis es heiß wird. Dann werden die hier drin gebraten. Aber dann, was passiert dann? Ah, jetzt kommt unser Sirup ins Spiel. Da nehmen wir so einen Behälter. Behälter, sage ich schon, Gefäß. Tue ich mal hier so, damit ihr das alles so mitbekommen könnt. So, da tun wir jetzt unsere kalte Sirup. So, ich tue mal die Hälfte rein, weil ich habe mir jetzt überlegt, Leute, ich mache noch eine andere Art Tatle, und zwar diese Lokma heißen die, aber dazu später mehr. So, dann haben wir das auch fertig und dann brauchen wir gleich noch einen Teller. Oh, meine Tochter, die wird sich ärgern, ne? So viel Geschirr für ein paar Tatle. So, ich glaube, ich muss mir echt so eine Zange kaufen, dann kann man die so schön mit der Zange reinholen. So,
Die werden jetzt hier einfach hier drin gebraten. Ist noch nicht heiß genug, das Fett. War jetzt ein bisschen unüberlegt von mir. So. Ne, so eine Zange habe ich hier nicht. Das ist das Einzige, was mir hier fehlt. Im Bus habe ich so eine schöne Würstchenzange, aber hier habe ich keine. So. Ich kann die anderen auch schon mal so langsam reintun. Dann liegen die schon mal drin. Ja, wird schon warm. Ich hoffe, die werden auch schön knusprig. So, dann nehme ich am besten eine Gabel. Hier ist noch Platz. Der geht schon fast auseinander, warum auch immer. So, jetzt werden wir sie nochmal richtig von beiden Seiten knusprig anbraten. So, am besten jetzt nicht mehr zu heiß das Fett. So. Ja, sonst fängt es nämlich an so zum Platzen. Da müssen wir aufpassen. So, hier tun wir jetzt noch eins rein. Ah, durch das Vanillezucker, das riecht jetzt schon so richtig schön. Lecker. Wie gesagt, wichtig, nicht zu heiß das Fett dann später. Ich habe den jetzt auf 6 runtergestuft. Und immer schön drehen, dass von beiden Seiten richtig knusprig wird. Weil ihr wisst ja, die Innenseite, die ist ja noch roh. Die haben wir ja noch nicht so angebraten. Deswegen. Die Farbe, die ist optimal. Wenn die andere Seite jetzt auch so ist, das ist jetzt so ein Vorzeigestück. Ja, der ist schon auch fast fertig. Könnt ihr auch so ein bisschen so drauf, ne, klopfen. Guck mal, der ist noch weich, aber der ist schon richtig fast fertig. Der auch. Das sind unsere ersten, die wir gleich schon einfach hier raus und in den kalten Sirup reinschmeißen. Zack.
riecht das lecker. Wenn ihr das jetzt riechen könntet, das ist von dem Vanillenzucker. So, braten wir die anderen auch noch hier. Und die werden hier einfach mal so drin umgewendet, bis die anderen nachrücken. Hier, der ist auch schon fertig. Auch da rein. Wie gesagt, wenn ihr einen vernünftigen Schöpflöffel habt, womit ihr die Form gibt, dann habt ihr eine, ich musste ein bisschen variieren, deswegen der eine ist groß, der eine ist klein. Aber die drei hier, das sind unsere Vorzeigestücke. So, für den auch nochmal Platz machen hier. Ja, der ist auch schon soweit hier. Auch da rein. Der ist auch schon soweit. So, wenn ihr merkt, hier ist kein Platz mehr, die ersten, die ihr rausgenommen habt, die könnt ihr jetzt schon hier so ein bisschen abstreifen und hier servierfertig so hinstellen. So, der war ja auch schon fertig. Wunderbar. Klappt doch. Jawohl.
So Leute, fertig ist unsere Tatle. Ja, unsere Süßspeise. Den tun wir mal hier zur Seite. Jetzt fischen wir noch die hier aus dem Sirup raus. Nochmal hier umdrehen, dass sie schön richtig sich einsaugen. Und die werden auch lauwarm gegessen. Ja, ein bisschen abkühlen lassen. Dann sind sie auch schon servierfertig. Ich habe euch ja versprochen, ich mache gleich noch eine andere Tatle-Art. Normalerweise, vielleicht schneide ich das auch. Machen wir so. Erster Teil bis hierhin. Und zweiter Teil mit Begrüßung, mit alles. Dann haben wir, sonst habt ihr, kommt ihr durcheinander. Ja? So, fertig ist unsere Tatle-Art. Guten Appetit. Wir sehen uns dann im zweiten Teil wieder. Bis dann, Leute.